herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, dieses Video entsteht wieder mal völlig außer der Reihe, weil ich gedacht habe, das Thema hat wirklich schon einen Bart und es ist wirklich alles gesagt. Und ich habe viele dieser Themen, aber nein, es ist immer noch nicht. Und ich muss euch daran teilhaben lassen, weil es entstehen noch lauter oder es bestehen noch lauter Mystiken da draußen, sage ich mal. Was ist geschehen? Ich habe gerade eben mit einem Patienten telefoniert und das ist ein Blutegelpatient. Und er hat sich, als er bei mir war, letzten Freitag die Frage gestellt, ob das auch wohl die Kasse übernimmt. Und ich habe gesagt, eine Standardkasse, also wenn es keine private Kasse ist, nicht, außer sie haben einen speziellen Vertrag, der auch Heilpraktikerrechnung abrechnet. Auch dann muss man genau gucken, steht da nur Homöopathie drin oder steht da auch Blutegel drin. Da wird genauestens unterschieden von Seiten der Kasse. So, ich habe gesagt, ich schreibe Ihnen auf jeden Fall eine Kassenrechnung, ist kein Problem, aber fragen Sie Ihre Kasse auch, wenn die was übernehmen, wie viel das denn ist. Manchmal sind das 4,60 Euro und ganz ehrlich, da kriegen wir nicht mal einen Egel für. Das kann man sich schon fast sparen. Der ganze Aufwand ist es dann nicht wert. So, jetzt rief er mich eben an und sagt, meine Kasse übernimmt nichts. Ich sage, ja, habe ich ja schon gesagt, wahrscheinlich wird das schwierig für eine normal gesetzliche Krankenkasse, die übernehmen eher nichts. Ja, die haben gesagt, Sie müssten mit der Kasse einen Vertrag haben. Ich sage, ich muss mit der Kasse, ich sage, nee, ich muss mit der Kasse keinen Vertrag haben. Sie müssen mit der Kasse einen Vertrag haben. Wieso ich? Naja, ich sage, Sie müssen dann Zusatzleistungen buchen. Nee, so habe ich das nicht verstanden. Sie müssen mit der Kasse einen Vertrag haben. Ich sage, nein, nein, ich schreibe nur eine Kassenrechnung und dann schicken Sie die Rechnung ein. Fertig, aus. Da hat doch diese Krankenkasse erzählt, dass ich mit der Krankenkasse einen Vertrag haben müsste. Jetzt drehen wir das mal logisch um. Mit wie vielen Krankenkassen, privat und aber auch gesetzlich, müsste ich dann einen privaten Vertrag als Frau Diana sowieso, Althea, einen Vertrag haben? Macht das Sinn? Nein, macht gar keinen Sinn. Genau, ich schreibe eine Kassenrechnung. Diese Rechnung ist ziemlich neutral mit einer Ziffer. Diese Ziffer braucht die Krankenkasse mit einer Diagnose. Das braucht der zuständige Arzt. Der guckt nämlich, ist das plausibel, was die Madame da gemacht hat. Und das war's. Ihr müsst den Vertrag haben. Ihr müsst den Krankenkassen auf die Finger gucken. Ihr müsst euch dahinter klemmen und ihr müsst aufwachen und wach werden da draußen. Ja, da kann man wirklich, da können einem Hörner wachsen. Ja, es kommen Patienten zu mir, die kommen, die haben wirklich eine Leidensgeschichte hinter sich mit ihrer verkalkten Schulter oder sonst was für ein Problem oder mit ihrem Kniegelenkserguss. Waren schon hier und da und dort und nichts hat gewirkt und die kommen ein, zwei Mal zu den Blutegeln und sie haben Linderung oder es ist gleich ganz weg. Das funktioniert nicht immer so. Ja, Blutegel ist keine Allheilmethode, das will ich damit nicht sagen, sondern die haben einen langen Leidensweg. Nichts hat so richtig geholfen. Sie gehen zu dem Blutegel und sie wurden geholfen und dann rufen sie bei ihrer Kasse an und die Kasse sagt, nö, das ist nicht bla, irgendwas, keine Ahnung. Irgendeine Ausrede kommt denn dann wieder. Nicht in unserem Katalog oder tralala. In der Regel sagen die nämlich, das ist nicht in unserem Katalog, sondern das hätte dann Frau Heilpraktiker oder das ist eine dubiose Methode oder tralala. Blödsinn, ja, also guckt euch Visite an. Da sitzt in jeder fünften Visite-Sendung Professor XY, der über Blutegel berichtet, ja. Also wacht ein bisschen auf. Hinterfragt diese Systeme. Die erzählen euch einen vom Pferd, wirklich. Also nicht ich muss 200 Verträge mit irgendwelchen Krankenkassen abschließen, sondern ihr müsst bei eurer Krankenkasse Zusatzleistungen buchen oder eine Zusatzkasse. Ihr wisst schon, was ich meine. So eine Zusatzleistung abschließen.
Und auch dann müsst ihr genau gucken, was die abrechnen und wie viel die abrechnen. Wenn die bei Blutegel zum Beispiel 4 Euro bezahlen, tolle Wurst. Ja? Wie gesagt, kriegt ihr nicht mal ein Blutegel für und euer Therapeut kriegt das Verbandsmaterial dann nicht mehr. Mit selbst eine Rolle Pflaster kostet 6 Euro. Also, lasst euch nicht so viel das Blaue vom Himmel lügen. Da. Das ist Systemquatsch, hinterfragt Systeme. Also das wollte ich euch auf jeden Fall mitgeben. Das sieht man eigentlich mein Geweih, was ich hier oben habe. Sieht man das? Das ist vielleicht schon wieder weg. Egal, wir sehen uns im nächsten Video. Alles Liebe, eure Diana. Musik